Ratten, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das wird ein Neuzugänge-Video. Ich will kurz erklären, warum ihr so lange nichts von mir gesehen habt. Entschuldigung. Zum einen ist in dieser Woche jede Menge passiert, weshalb ich halt nicht online gehen konnte. Erst hatte ich ein paar Tage kein Internet, mein Handy hat auch nicht funktioniert. Ich war praktisch von der Außenwelt fast komplett abgeschnitten. Und ja, jetzt hat mich vor ein paar Tagen noch eine Grippe erwischt und ich habe einfach nur gelegen. Ich konnte nicht mehr lesen, ich konnte gar nichts mehr, ich wollte einfach nur noch schlafen. Des Weiteren hat meine Stimme geklungen wie die von der Hexe von Ariel, die Meerjungfrau. Das wollte ich keinem zumuten. Ist jetzt immer noch nicht ganz alles wieder tutti, aber ich fühle mich jetzt in der Lage, ein Video zu drehen und ich möchte an dieser Stelle recht herzlich der Kosmetikindustrie danken, ja, dass sie so die Makel verschwinden lässt und dass man da nicht ganz so aussieht, wie man sich fühlt. Und ich habe jede Menge Neuzugänge, die ich euch jetzt gerne vorstellen möchte. Und da möchte ich an erster Stelle anfangen mit einem Spiel, und zwar heißt es Double. Dies ist das Spiel, das ist in so einer runden Dose und das ist wirklich der absolute Burner. Das ist ein Spiel, das kann man zwischen 3 und, weiß ich nicht, aufwärts, also ohne Altersbeschränkung eigentlich spielen. Da sind ganz viele verschiedene Symbole auf den Karten drauf und man muss halt auf der anderen Scheibe erkennen, welche Symbole übereinstimmen. Es gibt dann, glaube ich, 4 oder 5 verschiedene Spielvarianten und wie gesagt, also ab 3 aufwärts kann man das mit allen Leuten spielen und es macht richtig, richtig viel Spaß. Also wirklich absolut empfehlenswert. Es gibt von diesen Dosen noch mehr. Also ich bin durch eine Kundin drauf gestoßen, Entschuldigung, die das bei uns bestellt hat und habe mir das dann erklären lassen und auch bestellt. Und wie gesagt, von diesen Dosen gibt es halt noch mehr und ich werde da bestimmt auf jeden Fall noch zuschlagen. So, dann kommen wir zu den Büchern. Also ich habe ja im nächsten Monat, wird sich alles um die Buchmesse drehen und um Neuerscheinungen. Deshalb spielen jetzt die Bücher auch eine große Rolle, denke ich, im nächsten Monat. Vielleicht komme ich da mehr zum Lesen als in diesem Monat. Also diesen Monat war echt eine Katastrophe. Ich glaube, ich habe 70 Seiten bisher gelesen, echt ohne Witz. Das ist ganz, ganz übel, aber ich kann es nun mal nicht ändern. Manchmal ist es einfach so, kommen viele Dinge auf einmal und höhere Gewalt. Ja, ich sage jetzt auch nicht, nächsten Monat wird alles besser, ich hoffe es. Und ja, dann kommen wir jetzt mal zu den Büchern. Los geht es mit Evans damals im Dezember. In diesem Buch geht es um Luke, der ja bei einem Unfall einen seiner besten Freunde verliert und daraufhin beschließt, ja, alles im Leben hinter sich zu lassen, alle Verpflichtungen und sich da wohl irgendwie total verrennt. Auch sein Vater will ihn zur Vernunft bringen, ist allerdings unmöglich und erst als Luke ganz unten angekommen ist, merkt er, dass da irgendwas nicht stimmt. Es ist ein Buch schon für die Weihnachtszeit, also hier steht dann auch, kann es für ihn zur Weihnachtszeit einen Weg zurück nach Hause geben. Herzerwärmend, ein Buch zum Wohlfühlen für die besinnlichste Zeit des Jahres. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das im Oktober mir schon reinziehen werde. Auf jeden Fall klingt es sehr, sehr nett und ich bin gespannt. Das nächste Buch ist Das Geheimnis von Ella und Micha. Hier verrät der Klappentext reichlich wenig bis fast gar nichts. Hier steht einfach nur, Ella liebt Micha und Micha liebt Ella. Es könnte so einfach sein. Ja, mehr steht da auch nicht. Ja, scheint ein Liebesroman zu sein. Und hier vorne sieht man dann auch, dass es noch eine Fortsetzung geben wird. Ja, spricht mich jetzt so an eigentlich. Und mal gucken. Ich weiß gar nicht, wann es erscheint. Ach, auch erst im Dezember 2013. Das nächste Buch, und da freue ich mich total drauf, ist von Jasna Mittler, Meine erste bis 99. Liebe, erschienen im Dumont Verlag. Und alle, die diese Autorin nicht kennen, es ist die Autorin von Der heilige Erwin, ein wunderschöner Weihnachtsroman, der mich total wachgerüttelt hat im vergangenen Jahr und mir gezeigt hat,
oh Leute, meine Stimme klingt schon wieder wie die Hexe, der mir gezeigt hat, ja, wie schön das Leben sein kann, wie sehr man sich doch wirklich auf das Wesentliche beschränken soll, dass man sich nicht an Kleinigkeiten hochhangeln soll, dass es viele Leute gibt, denen es wesentlich schlechter geht. Und ja, sie hat eine ganz, ganz berührende Art und Weise zu schreiben. Und wenn das Buch über die Liebe geht, dann interessiert es mich natürlich auch. Das ist ein Buch, was schon erschienen ist, aber jetzt auch ganz aktuell, ich glaube, diesen Monat. So, das nächste, was ich bekommen habe, ist Schweig, still mein totes Herz, erschienen im Lux Verlag. Ja, in diesem Buch geht es um eine FBI-Agentin, die praktisch von einem Mann um Hilfe gebeten wird, den sie für den Tod ihres Vaters verantwortlich macht. Er bittet sie, seine vermisste Tochter zu finden. Sie springt über ihren Schatten, fährt zu ihm ins Gefängnis, um herauszufinden, was genau geschehen ist. Und ja, dann wird er halt vor ihren Augen ermordet. Und jetzt scheinen sie so, ja, die Geister der Vergangenheit wieder einzuholen. Ja, scheint ein spannender Psychothriller zu sein. Und auch eine Empfehlung von Tess Gerritsen steht auf dem Klappentext. Das nächste Buch, das interessiert mich total und ich liebe dieses Cover, es ist herzergreifend, echt. Und zwar heißt es Fuck the Möhrchen. Ja, dies scheint wieder ein ganz witziges Babybuch zu sein, ja, aus der Sicht des Kindes. Mia heißt das kleine Baby und ja, es scheint so alles aus ihrer Sicht zu sein und ihre Eltern kriegen sich dann noch in die Haare. Sie kann sich nicht so richtig drehen, der Teddy ist der Einzige, der sie versteht, und als dann halt die Krise ihrer Eltern naht, beschließt sie, mit Teddy zu handeln. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass das eine ganz witzige Sache ist, denn diese Buchautorin Barbara Ruscha ist wohl eine ja, Kabarettistin. Und ja, wenn die nichts von Humor versteht, dann weiß ich es auch nicht. Da bin ich auch sehr gespannt, könnte sehr witzig und unterhaltsam sein. Das nächste Buch ist dann Sunday Girl von Isabel Ashdown. Ja, das scheint so eine Art Vergangenheitsgeschichte zu sein. Eine junge Frau, also Sarah, kehrt nach über 20 Jahren ja zu einem Jahrgangstreffen zurück und trifft dort auf ehemalige Mitschüler und Lehrer. Und jetzt ja, scheint sie die Vergangenheit wieder einzuholen, denn alle wollen wissen, warum sie damals Hals über Kopf spurlos verschwand, und irgendwas ist wohl damals geschehen, und um dieses Ereignis dreht sich wohl alles in diesem Roman. Das nächste Buch gefällt mir vom Cover sehr, sehr gut. Ist auch, glaube ich, diesen Monat erschienen bei Goldmann, Bis ich bei dir bin. Ja, in diesem Buch, also es scheint so ein paar Fantasy-Elemente zu enthalten, geht es um einen 18-jährigen Jungen, der die Liebe seines Lebens verloren hat bei einem Verkehrsunfall. Für diesen Unfall gibt er sich selber auch die Schuld und er würde alles dran setzen, um seine Liebste noch einmal wiederzusehen, kehrt immer wieder an den Unfallort zurück, und eines Tages erscheint dort wie aus dem Nichts ein Mädchen, was ihm praktisch den Weg in eine Welt zeigt, in der seine Liebste noch lebt. Also irgendwie scheint es auch so ein bisschen, ja, fantastisch zu sein oder übersinnlich, nennen wir es mal so. Und finde ich, klingt ganz interessant, sieht ganz nett aus. Auch da bin ich sehr gespannt. Das nächste Buch ist dann Gefährliche Verlockung. Das gibt es jetzt, glaube ich, schon ein, zwei Monate länger. Scheint wieder so ein Erotik-Ding zu sein. Reich, unverschämt und unverschämt gut aussehend. Naja, das Übliche. Ich weiß noch nicht, wann ich mich dazu aufraffen kann, weil ich ja jetzt, wie gesagt, von diesen Erotik-Sachen, also gerade so, wenn er halt vermögend ist und sie so, also er vermögend und attraktiv gut aussehend und sie dann eher aus der untersten Schicht stammt, irgendwann kann man es alles nicht mehr lesen, aber ja, ich wollte es gerne lesen, mal gucken wann. Ja, das nächste Buch ist Rosentulpen Nelken von Heike Banner aus dem Ullstein Verlag. Ja, dieses Buch
geht um eine junge Frau, die halt den Keller ihrer Mutter durchstöbert. Ihre Mutter ist schon tot und findet jetzt ein altes Poesiealbum. Und alle Namen, die da drin stehen oder die sich da verewigt haben, kommen ihr überhaupt nicht bekannt vor. Und sie wundert sich jetzt, warum ihre Mutter praktisch ihre ganze Vergangenheit oder ihre Bekannten und Freunde aus der Vergangenheit so ausradiert hat. Und begibt sich jetzt praktisch auf Spurensuche, was so in der Vergangenheit ihrer Mutter alles so geschah. Und begibt sich mit dem Wohnmobil und zwei Freundinnen, glaube ich, quer durch Deutschland. Und erfährt dort viele Sachen, die auch mit ihr selber sehr viel zu tun haben. Das scheint ein Mutter-Tochter-Roman zu sein. Die lese ich auch immer wieder sehr gerne. Und auch da bin ich wahnsinnig gespannt. Das nächste Buch ist von einer Autorin, von der ich schon sehr, sehr viele Bücher gelesen habe, und mir hat wirklich bis jetzt jedes Buch von ihr gefallen. Nicht alle waren top, aber immer unterhaltsam, immer spannend, und sie schreibt halt so für Mütter und Omas, sag ich mal, wobei mir auch viele Bücher sehr, sehr gut gefallen haben. Dieser Titel, also die Autorin heißt Christine Henner und dieser Titel heißt Zwischen uns das Meer. Ich finde das Cover auch sehr, sehr schön, erschienen im Ullstein Verlag. Ja, in diesem Buch geht es um eine Beziehung, eine Partnerschaft. Die beiden sind schon viele Jahre zusammen und es kommt zu einem Streit, und in diesem Streit offenbart ihr der Mann, dass er sie nicht mehr liebt. Die Beziehung scheitert. Und eines Tages wird die Frau halt schwer verwundet, und nun spürt der Mann, dass er quasi kurz davor ist, die Liebe seines Lebens zu verlieren, und versucht halt jetzt, ihr Herz zurückzuerobern. Aber wie es scheint, also ihr Schmerz sitzt einfach zu tief und sie möchte einfach nicht mehr. Und scheint so ein Beziehungsdrama zu sein. Christine Henner schreibt oft so über Beziehungen, und ja, das wird bestimmt wieder sehr, sehr unterhaltsam sein. So, hier kommt jetzt ein Andreas Winkelmann, Der Gesang des Blutes. Für alle, die sich erinnern, also mit Andreas Winkelmann war ich ja schon mal Kaffee trinken in Hameln. Ein sehr, sehr sympathischer Autor, wirklich auch so voller Elan und Tatendrang. Mal gucken, ob ich ihn auf der Buchmesse sehe. Ich wollte ihn noch anschreiben. Entschuldigung. Sowas habe ich lange nicht gelesen, und da bin ich sehr, sehr gespannt. Das klingt sehr, sehr vielversprechend. Geht es um ein Haus auf dem Lande, also ein Pärchen zieht dorthin, oder eine kleine Familie, scheint auch ein Kind zu haben, Christine und Tom. Und in diesem Haus scheinen ganz, ganz merkwürdige Sachen vor sich zu gehen. Es scheint da zu spuken. Und kurz nach dem Einzug stirbt Tom, und Christines Ängste werden auch immer schlimmer. Sie hört Stimmen, die Dorfbewohner raten ihr auch, aus dem Haus auszuziehen, und scheint so der reinste Albtraum zu werden. Und das klingt sehr interessant, habe ich lange nicht gelesen, sowas. So Parapsychologie oder wie man das auch immer nennen will. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Dann habe ich hier aus dem Unionsverlag das Buch Abzählen. Es ist für irgendeinen Preis nominiert. Ich weiß aber jetzt gerade nicht. Oder steht es auf der Shortlist? Ich weiß es leider jetzt nicht ganz genau. Also ich habe jedenfalls davon schon gehört, habe mir da auch ein Leseexemplar angefordert. Müsste jetzt auch schon über einen Monat auf dem Markt sein. Ja, ich kann jetzt anhand des Klappentextes nicht genau erkennen, worum es eigentlich geht. Es scheint irgendwie der Krieg aus Sicht von Teenagern erzählt zu sein, was ich eine besonders interessante Erzählperspektive finde. Hier gibt es jede Menge Lob für dieses tolle Buch, und es hat auch nicht viele Seiten, gerade mal knapp über 100. Mit dünnen Büchern tue ich mich ja immer schwer, aber ich werde es auf jeden Fall lesen und bin da auch sehr gespannt drauf. So, mein letztes Taschenbuch, was ich habe, und da bin ich super, super gespannt drauf, weil ich mich schon, als ich das in der Vorschau gesehen habe, sehr dafür interessiert habe. Es erscheint, glaube ich, sowohl als Jugendbuch, oder gibt es schon als Jugendbuch, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber es erscheint halt auch für Erwachsene. Wer schön sein will, muss sterben. Das ist ein Psychothriller.
Ja, hier geht es um einen Teenager. Sie ist wohl eine, ja, der beliebtesten Mädels auf der ganzen Schule. Ihr Leben könnte perfekter nicht sein. Und dann wacht sie eines Tages, ja, halbtot in einem Rosenstrauch auf und kann sich an nichts mehr erinnern. Sie landet dann im Krankenhaus und während sie dann Familie und Freunde besuchen, kommen nach und nach die Erinnerungen ja, Stück für Stück zurück und jemand wollte sie töten, noch ist aber nicht bekannt, wer. Ja, das klingt ganz nett und unterhaltsam und ja, vielleicht ist da mal wieder was Gutes in der Spannungsrubrik. Das waren meine Taschenbücher, kommen wir jetzt zu den gebundenen Büchern. Und zwar Blumenbar heißt der Verlag, Liebe, Steine, Scherben. Auch hier geht anhand des Klappentextes nicht ganz hervor, worum es geht. Es ist die Rede von Liebe, von Tod, von Zerbrechlichkeit, dass dein Leben von jetzt auf gleich in Scherben liegen kann. Und hier steht noch, also die Autorin erzählt praktisch, wie ein ganzes Land gleichzeitig die Unschuld verliert. Packend und poetisch. Ja, mehr kann ich leider noch nicht zu sagen. Jetzt kommen wir zum Paperback-Format, der große Blowjob. Ja, ich muss etwas schmunzeln, tut mir leid bei dem Titel. Ja, in diesem Roman geht es praktisch um Eric, der in einer Werbeagentur arbeitet. Er ist so, ja, also er ist ein richtig fieser Typ, der halt ja nicht davor zurückschreckt, Leute zu entlassen. Also so echt der knallharte Boss und auch sehr, sehr unbeliebt. Eines Tages findet eine sehr drogenreiche Party statt, an der er die Praktikantin mitnimmt. Die beiden haben noch nicht mal Sex. Aber wenn ich natürlich den Titel sehe, also sowas in der Art wohl. Und ja, nach dieser Party ist es wohl so, dass das Mädchen irgendwie im Krankenhaus liegt und er soll ihr die Faust ins Gesicht geschlagen haben, kann sich aber an nichts erinnern. Und nun ist halt unklar, wer da die Wahrheit sagt, wer da lügt. Und für Eric, der jetzt praktisch immer ganz oben war, geht es von nun an steil bergabwärts. Klingt echt spannend und ja. Schauen wir mal, ne? Das nächste Buch, was ich hier habe, ist Auf der Couch, erschienen im BTB Verlag. Er erinnert mich jetzt optisch schon wieder total an Der Psychologe. Mit dem Buch kam ich ja gar nicht klar, wobei ich sowas ja immer mag hier mit Psychotherapie und so weiter und so fort. Und ja, hier steht leider jetzt auch nicht so viel auf dem Klappentext. Ich begleite die Menschen auf einem gefährlichen Weg mit ungewissem Ausgang zu den verborgenen Stellen ihrer Seele. Ja, schauen wir mal. So, das nächste Buch, Schröders Schweigen, finde ich ein wunderschönes Cover, ist so ein bisschen auf negativ gemacht. Also in dem Buch geht es wohl um einen Hochstapler und es wird halt hinterfragt, ob er überhaupt ein guter Vater sein kann. Er hat eine dunkle Vergangenheit, eine fremde Herkunft, von der niemand was weiß. Und es geht um einen Ausflug, mit dem er halt mit seiner Tochter aufbricht. Und das Ganze endet dann in einer Entführung. Hier steht noch eine außergewöhnliche Reise eines Vaters mit seiner Tochter. Finde ich, klingt echt interessant. Und schauen wir mal. Erschien im Hansa Verlag. Ja, das nächste Buch mit Schwarz-Weiß-Cover, Ungebändigt, über das Begehren, für das es keine Worte gibt, ist im Tropenverlag erschienen. Eine elegante und erhebende Reise durch das Labyrinth des weiblichen Begehrens. Ich glaube, ich war mir meines Hungers auf Männer immer bewusst, der scharfe Pfeil der Erregung, wenn sie einen Raum betreten. Mein Verlangen nach ihrem harten, unnachgiebigen Körper, ihren braunen Außenflächen, ihrem dringlichen, hartnäckigen Begehren. Ja, man darf gespannt sein. Scheint wieder so was aus dem Erotikgenre zu sein. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, 0815. Ich finde, klingt gut. Schauen wir mal. Ich sage ganz schön auf Deutsch, schauen wir mal, ne? Das nächste, was ich hier habe, ist von Andreas Schäfer, Gesichter, erschienen im Dumont Verlag. Auch da verrät der Klappentext leider nicht viel.
ein Familiendrama über Betrug und Schuld. Präzise und mit großer Sogkraft erzählt Andrea Schäfer davon, wie man alles aufs Spiel setzt, weil er nicht erkennt, wer er ist. Ja. Dann habe ich hier Kleine Frau, was nun? Kann man mit 16 kleinwüchsig und trotzdem glücklich sein? Ja, hier geht es wohl um eine kleinwüchsige Frau, die auf YouTube eine große Schande erlebt hatte. Finde ich ein sehr interessantes Thema. Alle, die ja bei YouTube sind, wissen ja, was da so manchmal abgeht. Und ja, sie bleibt in einem Versteck im Hotel und schreibt von dort aus, was alles passiert ist. Es scheint ja ein beißend komischer Roman über das Anderssein und die angeblich schönste Zeit im Leben. Ja, mal wieder was anderes und ich liebe Romane, die anders sind und bin da auch sehr gespannt. Erschienen bei Piper, meinem aktuell noch immer Lieblingsverlag. Das nächste Buch ist ein Jugendbuch, was eine sehr interessante Thematik behandelt. Und zwar heißt es, sag, dass du mir gehörst. Es geht um ein 14-jähriges Mädchen, ja, mitten in der Pubertät, gerade auf die Highschool gekommen. Alle wollen an ihr rumdoktern, rumbasteln, änder dich, mach was aus dir. Sie fühlt sich relativ unwohl und lernt jetzt in einem Chatroom im Internet einen jungen Typen kennen, dem sie blind vertraut, denn er scheint sie zu verstehen. Aber ob er wirklich der Richtige ist, erfährt man dann erst im Laufe der Story. Und das finde ich eine sehr, sehr interessante Thematik, weil gerade viele Mädels in dem Alter ja so viel durchleben in der Pubertät und ich glaube, da sehr anfällig sind, ja auf die falschen Typen reinzufallen. So, das nächste ist dann der neue Khaled Fossini. Ich habe gelesen Der Drachenläufer, ich habe gelesen 1000 strahlende Sonnen und war von beiden Büchern sehr begeistert. Nun ist sein neues Buch raus, Traumsammler. Und ich denke, auch da kann man sehr gespannt sein. Also das ist ja wirklich einer der erfolgreichsten Schriftsteller aller Zeiten. Und ja, schauen wir mal, was da so auf mich zukommt. Dann habe ich hier noch den neuen Eschbach, Todesengel. Das scheint wieder was Spannendes zu sein. Ich habe ja viele Bücher von ihm nicht gelesen, ein paar habe ich gelesen. Aber ich mag dann ja eher so diese spannenden Sachen. Und ja, bin da sehr gespannt. Schauen wir mal. Da war es schon wieder. Ja, und das Letzte, was ich in die Kamera halte, erscheint, glaube ich, auch erst im Dezember. Ich weiß, jetzt gibt es bestimmt wieder viele, die da gerne in die Kamera krapschen wollen und sich das Buch holen wollen. Es ist wieder Erwarten. Ich hatte es irgendwie vorher nicht mitbekommen. Im Lübbe Verlag erschien. Der Autor hat ja sonst für Knauer geschrieben. Ja, und es ist kein geringerer als Sebastian Fitzek. Sein neues Buch heißt Noah. Hier steht jetzt leider auf dem Klappentext nicht viel. Ich glaube, es ist diesmal irgendwie wieder was ganz, ganz anderes. Er lässt sich ja immer wieder was einfallen. Ich weiß nicht, ob das meinem Stil und Geschmack entspricht. Ich werde es auf jeden Fall lesen. Ich habe es jetzt alle Fitzeks gelesen und ja, manche fand ich bombastisch und manche haben mir echt gar nicht gefallen. Mal gucken, ob ich mit Noah klarkomme und wie gesagt, es ist sehr schade, dass es jetzt wieder ein Buch ist, was wir so früh bekommen haben, was eigentlich erst später erscheint. Ich glaube wirklich erst im Dezember, ja, 20. Dezember erscheint es, dann können das alle anderen auch lesen und ja, da bin ich sehr gespannt drauf. So, das waren meine Neuzugänge, ja. Ich hoffe, dass ich im nächsten Monat wieder mehr Videos drehe. Wie gesagt, also ich habe da echt sehr, sehr viel geplant, habe aber wirklich jetzt die letzten Tage gar nichts vorbereiten können und ich werde auch heute nicht mehr viel machen. Ich werde das irgendwie noch schnell zusammenschneiden und hochladen und dann werde ich mich wieder hinlegen. Ich merke jetzt wieder, ich habe ja jetzt die letzten Tage meine Klappe gehalten, aber je mehr ich spreche, umso schlimmer wird es schon wieder und es tut einfach nur weh. Und ja, ich freue mich. Lasst es euch gut gehen und lasst euch nicht stressen. Genießt ja, die sonnigen Herbsttage, die irgendwie da draußen so sind. Ich finde es ganz herrlich und auch schade, dass ich nicht raus kann. Und ja, bis zum nächsten Video. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.